Achso, ja? Ja, ich habe schon gestartet, ja. Okay. Guten Abend, meine Lieben. Warte mal noch ein paar Sekunden. So, jetzt. Guten Abend. Heute sind wir wieder da. Heute ist Mittwochabend, 21 Uhr. Und Jade und ich wollen heute etwas über das Wasser sagen, über das Lesen und Informieren von Wasser. Ja, das ist an für sich eine Sache, die ich sehr gerne mache. Und dieses Standardwerk von Masaru Emoto, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, der hat also festgestellt, dass Wasserkristalle, dass man Wasserkristalle fotografieren kann. Und je nachdem, wie man diese Wasserkristalle oder das Wasser informiert, bilden sich ganz bestimmte Kristalle, also ähnlich wie es mit den Schneeflocken ist, jede Schneeflocke ist anders und genauso ist es mit Wasserkristallen. Und der hat sich also immer wieder gefragt, wie kann Wasser heilen? Das gibt es doch gar nicht. Ja, das ist ja etwas ganz Seltsames. Ja, es gibt also das Lourdeswasser, es gibt alle möglichen Heilwässer, Heilquellen. Und da hat er also geforscht. Und er hat also festgestellt, dass man über dem Wasser beten kann. Dass man in irgendwelche Informationen hineingeben kann, durch Symbole. Und dass jedes Mal wunderschöne Wasserkristalle entstehen. Oder zum Beispiel Musik, Bach, Beethoven, Mozart. Es sind ganz komplexe, wunderschöne Kristalle, während zum Beispiel Heavy Metal also etwa ein seltsames Gemisch ist. Ja? Oder zum Beispiel aus Erdbebengebieten das Wasser. Ja, und wir wissen ja auch, wenn wir irgendwo sind, zum Beispiel an einem Fluss, können wir uns enorm wohlfühlen. Dann beginnt unser Körper, das Wasser zu lesen. Was ist da drin? Was befindet sich in diesem Wasser? Warum geht es uns da gut? Ist es einfach die Uferbewachsung? Ja, die vielleicht etwas ganz Besonderes aussagt. Oder was ist das? Und oder wenn wir einen Waldweg entlang gehen, wir kommen an einer Quelle vorbei, an einem Bach. Warum sind wir da auf einmal so ganz wohlgemut, so genauso sprudelnd, so übersprudelnd wie diese Quelle da, und das Wasser, das über die Steine plätschert. Ja, was ist das? Und das können wir also gerne erfahren zusammen und es werden einfach immer wieder Fragen gestellt, was macht das mit mir? Wenn ich irgendwo hingehe, ja, und sehe zum Beispiel Wasser, was macht das mit mir? Zum Beispiel, warum nehme ich ein bestimmtes Wasser in einem Getränkemarkt? Ja? Warum spricht mich das Wasser an? Mhm. Ja? Was bringt mir dieses Wasser? Das ist auch interessant, das mal festzustellen. Denn es sind bestimmt nicht nur diese ganzen Mineralstoffe, die da draufstehen, sondern es muss noch irgendeine andere Qualität sein. Was ist mit dem Leitungswasser? Was gibt uns dieses Leitungswasser? Was bringt das für Informationen mit sich? Ja, manche haben sehr weiches Wasser, andere haben sehr kalkhaltiges Wasser. Aber warum bin ich dort und habe dann eine bestimmte Wasserqualität? Kann ich die noch verändern? Und das ist zum Beispiel etwas, was ganz viele Heiler machen. Die verändern eben die Qualität des Wassers,
mit bestimmten Symbolen, mit Formen. Ich mache es zum Beispiel auch mit Farbfolien, die nach der heiligen Geometrie gearbeitet sind und ein bestimmtes Schwingungsfeld erzeugen. Und ich habe früher zum Beispiel auch mal das gemacht, dass das Wasser getestet worden ist. Es war überall das gleiche Wasser in den Gläsern. Und ich hatte aber dann immer bestimmte Informationen. Und die Schüler haben dann nach und nach immer wieder das Wasser probiert und haben also die Unterschiede schmecken können. Und das fand ich also ganz genial. Ja? Sie haben es praktisch am eigenen Leib gespürt, wie sich die Wasserqualität änderte mit einer bestimmten Information. Und das ist also etwas, was ich also gerne weitergeben würde in unserem geschützten Raum, in dem wir dann solche Sachen erarbeiten könnten, auch per Zoom. Also es muss nicht alles direkt vor Ort sein, obwohl es natürlich wunderbar ist mit dem Wasser probieren, aber das können wir genauso per Zoom machen, dass wir dann das Wasser lesen, wenn wir das bestimmt informiert haben. Und wenn wir daran denken, dass unser Körper eben auch zu 70% aus Wasser besteht, dann können wir uns auch vorstellen, was macht eine Information mit unserem Körperwasser. Ja? Was können wir da zum Beispiel reingeben? Was können wir, wie können wir da informieren? Ja, in puncto Gesundheit, in puncto Immunkraft, ja, zum Beispiel auch Aufheben von Nebenwirkungen, von irgendwelchen Nebenwirkungen, ja. Aber das müssen wir testen, das müssen wir gucken, wie reagiert mein Körper, was sagt mir mein Körper, ja. Und das ist etwas, was wir dann wunderbar eben auch zusammen erforschen können. Ja, Chet, hast du noch etwas als Ergänzung? Schön, wow, schön. Ja, es geht darum, ja, wir, es geht nicht darum, jetzt etwas zu wissen. Ne? Wir haben... Viele von uns haben dieses Video gesehen, alles gesehen, Berichte gelesen. Wir sagen, ja, es stimmt. Also es geht darum, dass wir das Institut für Intuitive Intelligenz in unseren Fakultäten, so wie Regina gesagt hat, wir lernen voneinander und dass wir wirklich in Detail gehen können, in alle Situationen das Wasser lesen zu können, oder zu informieren, dass wir diese immense Möglichkeiten haben, mit allen Konsequenzen natürlich, die sich da zeigen können. Ne? Und jeder hat ein bestimmtes Erfahrungswert. So, das Wasser, wenn wir 2, 3, 4 Monate uns treffen und wir fangen an zu sehen, okay, an dem Bach, wie Regina gesagt hat, ich kann das Wasser lesen, welche Informationen sind da drin. Oder ich kann das Wasser informieren. Was wir oft gemacht haben, dass wir einfach üben, was brauche ich denn? Jeden Morgen, was weiß ich, ist ein Beispiel, weil jeder bringt individuelle Erfahrungen. Ne? Nehme ich ein Glas Wasser, was braucht mein Körper? Und dass wir lernen, nicht intellektuell, sondern richtig dieses Wasser zu informieren. Bestimmte Vitamine oder Mineralien oder Energien, das sind alle Sachen, die ich auch oft vergesse. Manchmal denke ich dran, oft nicht. Aber in diese Fakultät wollen wir viele Leute dann natürlich einladen,
dass die deren Erfahrungen erzählen, dass wir aber auf jeden Fall gemeinsame Erfahrungen machen und unsere Fähigkeiten erweitern. In dem Moment, wo ich einfach fühle, das gehört habe mit dem Fluss, oder viele kennen das auch mit dem Wein, ne, dass man ein Wein informiert, transformiert und dass es dann 3-4 Minuten später sich die Qualität, der Geschmack auch verändert hat. Das wissen wir, ja, ich weiß, sagen viele, ja, ich weiß, aber diese intuitive Intelligenz zu nutzen im täglichen, öfter, weil wenn wir irgendein Thema haben, dann vergessen wir das einfach auch zu tun. Ne? Eben, wer Lust hat, diese Möglichkeiten einfach weiterzuentwickeln, weiterzuentfalten, dann ist natürlich herzlich eingeladen. Ne? Wir können einfach eine Stunde die Woche machen und wir können auch eine Konferenz machen. Wir haben viele Wasserkonferenzen gemacht in GTV, schon vor, ich glaube, 15 Jahren oder so in Berlin. Und das Wasser ist ein unglaubliches Thema. Ne? Das Wasser der Ozeane, das Wasser in der Luft, das Wasser in unser Körper, das Wasser aus der Leitung, das Mineralwasser. Und, aber eben vor allem diese Fähigkeit ganz klar zu entwickeln, wenn ich ein Glas Wasser bekomme, ich kann es lesen, aber ich kann es auch transformieren oder informieren. Es muss nicht immer mit Computer informiert werden, die Informatik. Wir sind Menschen und wir haben diese unglaubliche Fähigkeit, zu programmieren, zu informieren. Aber das lesen wir hier und da und das war's. Ne? Ich bin jetzt besonders in diesen Zeiten ist für mich sehr, sehr wichtig, dass wir das entwickeln, richtig professionell, richtig ausführlich, dass wir Tools entwickeln, dass viele Leute sich da interessieren und dass wir damit vielleicht eben zum Beispiel ein Kommunikationsnetzwerk, das Internet geht es nicht nur durch die Kabel, sondern auch durch das Wasser oder Luft oder Erde. Und dieses Netzwerk an Informationen, die über das Wasser gehen, da können wir immense Vorteile haben. Und wir sind jetzt in dieser Zeit, schwierige Umbruchzeit, und je schneller wir uns, intensiver wir richtig beginnen, ich darf das sagen, richtig beginnen, das zu üben, lernen, erweitern. Ich glaube nicht, dass jemand, irgendwie habe ich noch nicht gesehen, so viel Erfahrungen hat, so wie zum Beispiel Tierkommunikation oder diese Sache. Okay, dann kann ich zu irgendjemandem gehen, lies mir bitte das Wasser. Aber wir können das alle. Ne? Und wenn wir diese Forschung machen, dann diese Fähigkeiten, die wir entwickeln, über das unsichtbare Internet der genetischen Felder, lernen das die anderen auch. Ne? Und deswegen machen wir jetzt diese Sendung. Es ist immer eine Einladung, in Gruppen gemeinsam zu forschen. Jetzt ist nur eine Einladung. Deswegen wollen wir nicht Informationen geben. Es gibt genügend im Netz. Wir wollen nicht informieren, sondern gemeinsam erfahren und gemeinsam diese neue Möglichkeiten entwickeln, durch dich und durch dich. Ne? Und ja, meldet euch. Ja, zum Beispiel auch, wie Regenwasser informiert werden kann. Mhm. Ja, das wäre eine Sache zum Beispiel. Ja, um den Acker neu zu informieren. Ja, ohne dass wir irgendwelche Chemikalien oder sonst irgendetwas nehmen müssen. Ja, das ist also ein Feld, das noch gar nicht groß bekannt ist. Aber ich habe das untrügliche Gefühl, dass es wirklich machbar ist. Ja,
Und ich merke das also oder beobachte das auch immer wieder bei mir hier im Garten, was sich tut, wenn ich hier bestimmte Sachen informiere. Und diese Erfahrung, die kann ich gerne weitergeben, aber wir können, wie gesagt, zusammen forschen und dann wird es nochmal um vieles, vieles effektiver, weil jeder ganz viele spezielle Kenntnisse hat und die können wir dann zusammentragen und wirklich ein wunderbares Ganzes daraus machen. Wow, ja klar, die Pflanzen, bevor man Wasser gibt, das Wasser informieren. Eben, wie gesagt, wir könnten jetzt 300 Ideen jetzt vorstellen, ne? Aber es geht einfach darum, dass wir in der Welt diese Fähigkeit einfach stärken, die Potenziale der Ozeane, welche Bewusstseinskraft wir haben, das Wasser der Ozeane zu informieren, ne? Natürlich, eine Person ja, ist immer begrenzt, wenn einer da was macht, okay, habe ich ein bisschen Entspannung oder Liebe, aber die Macht und die Kraft dieses Medium, was Wasser ist, ne, ein Medium, der empfängt und sendet, der sich informiert und sich informieren lässt, wenn wir nicht darüber reden, sondern erfahren, ne, dass wir gemeinsam etwas informieren oder ja, auf dieser Ebene lernen voneinander, dann ist für mich die neue Welt. Und die Koordinierung, diese Arbeit, dass wir nicht im Mentalen gehen oder nicht nur informativ ist, sondern Erfahrungsebene, dass wir jedes Mal etwas Neues erschaffen, das kann ich gerne garantieren, das garantiere ich. Ne? Weil das ist oft die Angst der Leute, ja, da müssen wir stundenlang zuhören und was weiß ich was. Wir werden lesen können, lernen, das Wasser bei uns in der Leitung. Wir nehmen alle ein Glas, wir lesen das Wasser, du deine, ich meine, wir machen Erfahrungen. Wir programmieren vielleicht ein Glas Wasser für jeder, was seine Bedürfnisse sind. Und dann jeder erzählt, wie es bei ihr oder dir oder es funktioniert hat. Und, natürlich. Ja, das heißt also, wir beobachten das dann zum Beispiel eine Woche lang, ja, indem wir bestimmte Aufgaben machen und tragen das dann eben an dem Tag dann wieder zusammen und können wieder einen Riesenschritt vorwärts machen. Ja, eben, wie wir vorangehen, ist einfach, das Institut für Intuitive Intelligenz ist immer eine Erfahrungsarbeit, ne? Weil indem wir jeder, der einfach dabei ist, lehrt und lernt und jeder auch, wenn er keine Erfahrung hat, durch irgendeine Verknüpfung oder ein Wort gibt den anderen oder mir, wow, eine neue Möglichkeit, ein neuer Impuls. So entsteht für mich Intelligenz oder Co-Intelligenz oder Co-Intuition oder damit wir nach dem Gewissen arbeiten, und zwar das genetische Wissen. Also nicht mental, sondern mit Gewissen. Und das genetische Wissen wird in uns sich wieder aktivieren, um zu lesen, zu lernen und schreiben zu lernen. Ja. Ja, das heißt, wer Lust hat, meldet sich, schreibt es einfach. Und ja, und dann in 2 Wochen, 2,5 Wochen oder 3 beginnen wir dieses Abenteuer. Mhm. Ja, da freue ich mich also schon sehr darauf. Das wird bestimmt eine ganz, ganz interessante Sache. Ja, also ich liebe es zu forschen. Ja, weil das ist unsere Natur. Ne? Wie gesagt, wir haben das schon, wir haben jetzt schon 2 Einladungen gemacht. Wir haben Wasser heute. Wir haben die Erde gemacht, wir haben die Luft gemacht
Ich denke, nächste Woche werden wir einladen mit den Pflanzen. Vielleicht machen wir das auch getrennt, wir besprechen das. Erstmal Pflanzenwelt und dann Tierwelt. Und dass wir einladen, einfach mit Wissenschaft, intuitive Wissenschaft, denn die Wissenschaft ist Intuition und nicht Manipulation. Wir wissen, wir sind in eine manipulative Welt, die alle glauben, Gott zu sein, die wollen Impfungen erschaffen und was weiß ich was, die Tiere manipulieren, den Mensch manipulieren. Und irgendwie ist ein bisschen eine Idiotenzeit, wo alle sich an diese Manipulation, Missbrauch der Natur, Missbrauch des göttlichen Prinzipien, sich einfach mit sich alles geschehen lassen. Und das ist unsere Antwort, ne? Dass wir eben die Macht der Bewusstsein und der Gewissen, des genetisches Wissen, was in unser Körper gespeichert ist, anwenden, entwickeln und, und. Jo. Ja, ich hoffe, dass wirklich viele jetzt dieses Video gesehen haben, denn wir gehen wirklich massiv vorwärts. Ja, und es wird einfach Zeit, dass wir jetzt auch das Zepter übernehmen mit unserem Bewusstsein. Ja. Und uns nicht mehr bestimmen lassen, sondern wirklich beginnen, ja, selbstbewusst zu werden. Ja, ja, danke schön. Und wir wünschen alle, wenn ihr das jetzt schaut, einen schönen Abend, morgen, einen schönen Morgen, Tag oder so, wie ihr wollt. Einfach Freude. Das sind große Umbruchszeiten und wir sind dabei. Wir erschaffen die neue Welt. Ja. Dankeschön. Also, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.